Der Berufsverband Deutscher Neurochirurgien ist ein deutscher Verein mit Sitz in Berlin, mit dem Ziel, für die berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder einzutreten. Der Verein hat ca. 550 Mitglieder. Seit 1972 gab es in der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie eine Abteilung Berufsfragen, die zunächst von Hans-Peter Jensen geleitet wurde. Später kam Hermann Dietz dieser Kommission vorgestanden. Unter zunehmendem berufspolitischem Druck, wachsende Zahl von Neurochirurgien an nicht-universitären Krankenhäusern sowie steigender Anteil selbstständiger Neurochirurgen, die weniger an eine wissenschaftliche Fachgesellschaft interessiert sind bzw. dort optimal vertreten werden können, wurde dann durch 9 Gründungsmitglieder in Fortsetzung der Abteilung Berufsfragen der DGNC, der Berufsverband Deutscher Neurochirurgie in Düsseldorf, gegründet und ins Vereinsregister eingetragen. Andreas Weidner war der erste Vorsitzende bis 1994. Der Verband vertritt die berufsständischen wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber kassenärztlichen Vereinigungen, Ärztekammern, Bundesregierung, Ministern, Gesundheitsbehörden, internationalen Instituten, Standesorganisationen und der Öffentlichkeit. Er berät und unterstützt seine Mitglieder in fachlichen, wirtschaftlichen, berufsrechtlichen Fragen, zum Beispiel Zivilrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Vertragsrecht. Er fördert die nationale und internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Neurochirurgie, die berufliche Fortbildung und wirkt an der Gestaltung Weiterbildungsordnung sowie des Berufsbildes mit. Der Verband verfügt über folgende Kommissionen, Ausschüsse und hat Vertreter in anderen gesetzlichen Vereinigungen der Länder entsandt: Gutachtenskommission, GOE-Ausschuss, Kommissionsqualitätsmanagement, EBM und KBV-Ausschuss, DRG-Ausschuss, Niederlassungsberatung durch den Vorstand des BDNC, Regressberatung. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie unterhält er eine neurochirurgische Akademie zur Weiterbildung und Zertifizierung. Die Arbeitsgemeinschaft Neurologischer Fachpraxen, ANF, im BDNC gab von 2000 bis 2001 und 2007 bis 2010 sowie 2015 und 2016 in unregelmäßiger Reihenfolge die Zeitschrift Ambulante Neurochirurgie heraus. Der BDNC ist Mitglied im Berufsverband Deutscher Chirurgien, im Berufsverband Neurorehabilitation, in deutschen Interdivisionsdisziplinen, Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sowie dem Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. Let it through.